Spanier, mein Freund. Wir gehen gleich direkt rein, das ist auf jeden Fall klar. So. Hier haben wir ganz schön viel Kleinkram. Alter, nee, komm. Fallen wir mal ein bisschen auf hier, ne? Nicht so gierig. Wie kann ich dienen, Sultan? Sultan! Wie mein Sultan befiehlt. Machen wir so. Die werten wir da einmal auf. Und dann wird die nächste Armee fertig. Wobei. Ich hätte gern tatsächlich auch Kanonen dabei. Kanonen bitte zu meinem Ding. Futsch. Assalamu alaikum. Welchen Untreuen muss ich zum Schweigen bringen? Alter, hier sind aber auch viele unterwegs, ne? Viele Ketzer. Alter, Frechheit. Das gönnen wir uns mal kurz nebenbei. Die sind leichter, länger zu besetzen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Glaube ich, ist auch einfach so. So. Ja, komm. Die beruhigen sich schon gleich wieder. Eure Befehle, mächtiger Sultan. Oh, ihr seid oben. Sicher, das passt schon so. So, da haben wir jetzt auch in Großbritannien Fuß gesetzt, ne? Damit haben sie nicht gerechnet. So. Da wird eine Armee entstehen. Dann wartet ihr mal da die ganze Zeit draußen. Ich bin Diener des Islam. Ach, der mit 16% schafft es dann. Na gut, besser als niemand, ne? Assalamu alaikum. Ich bin Diener des Islam. Ja, komm. Es tut mir leid, aber es geht nicht. So. Ich bin Befehle. Inshallah. Hallöchen. Wir werden diesen Feind besiegen, Sultan. Oh ja. Das ist jetzt einfach eine Ehrensache. Also da mache ich jetzt echt Zeit. Das ist eine Ehrensache. Ah. Ihr sollt die Siedlung einnehmen und nicht zerstören. Gebäude, die auf dem Schlachtfeld zerstört wurden, sind auch... Wo kommt denn der auf einmal her? Nee, danke. Guck mal, die hier ist ja auch immer noch kaputt. Das haben die nicht repariert. Hatten wohl kein Geld. Ja. Ich würde mal sagen, wenn das kein schöner... kein Willkommens... Ah, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Total verwirrt. Wenn das nicht ein wunderschöner zweiter Eingang ist für uns, dann weiß ich auch nicht. Der wird uns ja richtig präsentiert hier. Aber wir machen mal mehrere Löcher, wa? Da machen wir eins rein. Ja, machen wir mal eins rein. So. So. Ja, schreit mal nicht so rum hier. Wir hören euch doch. So. Gucken wir uns das Spektakel an, nicht? Sehr schick. So, wie viel Prozent haben wir? Das steht leider noch nicht, gerade nicht mehr da. Vielleicht aber gleich. Sehr schön. Ja, das mit... Ah, der hat getroffen. Ja, ja. Geht ein bisschen schneller als mit der Orgelkanone, wa? Aber beim Schießen leckt es ganz schön, kann das sein? Ich glaube, die Kanonen lecken. Ja, die werden wir danach nicht mehr benutzen, alles gut. Wir haben die Mauern zu Fall gebracht. Jetzt müssen wir schnell ja, easy, Alter. Zuschlagen. So, ach stimmt, warte mal, bevor wir hier irgendwas machen. Moment. Oh, ich glaube, das Zusammenbröckeln da leckt. Ihr werdet gar nichts mehr machen, meine Freunde, denn wir brauchen immer noch Schuss für die inneren Ringe, ne? Das dürfen wir diesmal nicht vergessen. So, was haben wir denn hier Feines? Aha. Ah. Na dann. Ich würde mal sagen, Gas.
schick. Ich weiß zwar auch nicht, wo mein Reich an da und die ganzen Pferde hat. Keine Ahnung. Wir haben ja immer ganz schön viele. Haben wir wahrscheinlich dann auch so einfach riesige Ranches. I don't know, ey. Aber Kanonen haben gut reingehauen und wir haben noch einen guten Schuss übrig. Das passt. 67%, Alter. Oh ja, wir sind gut abgeballert schon. Ah, ist okay. Sagst du, leichtes Getümmel? Gut. Ja, man steht mal auf die da, ne? Na komm, das muss ich mir jetzt die ganze Zeit nicht angucken. Der Sieg ist in Reichweite. Bald wird der Feind das erkennen und den Mut verlieren. Wenn du das sagst, dann muss das so sein. Wie kann es sein, dass die abgeballert werden? Ach, da oben drin, aber wie kann denn da oben noch jemand drin sein? Hier ist ohne Platz. Hör mal weg da. Haben wir jetzt nicht eigentlich schon die Mauer eingenommen? Warum geht denn da keiner rein? Kann ich die da rein? Ja gut, jetzt ist vorbei. So. Das haben wir. So, die Mauer beschützt keiner, wobei da wird wahrscheinlich rausgeballert. Jetzt mal Folgendes machen. Kommt mal erstmal her. Da spulen wir auch vor, weil Kanonen brauchen ein bisschen, wa? So, warte. Damit die schon mal links und rechts hier und so auf. Da uns die Mauern gehören, können wir jetzt auch mit unseren Generälen hinterherkommen. Sehr schön. Mal ordentliche polierte Rohre hier, ey. Nice, nice. Feind hat die Mauern verloren. Schickt eure Truppen, damit sie die Siedlung jetzt erst einnehmen. Ein bisschen spät, ich dachte, das habe ich schon vorher geschafft. Aber gut. Ja, ist okay. So. Gib mal Gas, Kenners. Was soll denn das immer, Alter? Ich sag, ich soll hier hingehen, aber stattdessen stellen sie sich genau vor die Mauer, wo sie beballert werden können. Das ist schon wieder... Nee, so, da fällt mir persönlich tatsächlich nichts ein. Das hätte hier echt nicht sein müssen. Alle Zeit der Welt, Leute. Jungs, kein Stress. Ich denke, an sich könnten wir auch die ganzen Gebäude, glaube ich, zerschießen, oder? Dachte ich. Oder nicht? Oh, lol. Falsche Einheit, aber trotzdem. Nee. So. Stell dich mal ordentlich hier auf, bitte. Ach, sind da etwa Tore? Ja, Mensch. Die gönnen wir uns jetzt. So, die Animation. Okay, Moment. Die werden schon wieder beschossen. Von wo denn diesmal? Von da. Ja gut, komm. Dann ist das jetzt halt so. Die Tore sind gefallen. Easy. Die Tore sind gefallen. Ja. Du bist genauso euphorisch wie ich, mein Freund. Sehr schön. Und jetzt? Jetzt, meine Lieben. Jetzt können wir da rein. So. Stellen wir mal dahin. Dahin. Auch und die Generäle können wir jetzt tatsächlich dann auch hinterher schicken mal. Ah, lieber auch selbst das Katapult drauf.
Na gut, es ist aber auch nur ein Eisentor. Also wenn da ein Kanonenschuss nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So. So wie ich das hier sehen kann. Na komm, ich kann euch aber trotzdem schon mal irgendwie näher ranbringen. Mag vielleicht sein, dass wir bei dem ersten Ansturm auf diese Festung es nicht geschafft haben. Oder auch nicht beim zweiten, aber jetzt. Jetzt holen wir uns das gute Stückchen hier. Jetzt holen wir uns den wohlverdienten Kuchen. Gut. Na, springen wir mal vorher, da dauern wir jetzt lang. Ach, fliegt jetzt hier extra das Katapult oder was? Ist das euer Ernst? Tatsächlich sind wir drin, oder? Der Sieg ist in Reichweite. Gut, wir brauchen die Kanonen tatsächlich nicht mehr. Und den Mut verlieren. Hätte ich vermutet. Na, dann rein da. Die letzten Spanier, Kers. Dürften noch zwei spanische Generäle sein, glaube ich. Hier ist einer, der wird auf jeden Fall demnächst draufgehen. Der blutet schon gut. Der andere, der guckt sich das genüsslich hier an. Bekommt jetzt aber eine schöne Einladung von hinten. So. Hallo, hallo, Kenners. Ihr könnt auch gern ein bisschen mehr reinlaufen, also ist das nicht. Ich bin da nicht so. Ach ja. Wir genießen das jetzt hier mal richtig, ja? Ah, lecker. Komm, die Spanier jetzt mal hier was zu verdienen, ey. Unsere Feinde kämpfen mit Hörnern aus Ton. Ja, ist vorbei, Kinders. Egal, wo du hinrennst. Du rennst immer jetzt in Feinde rein, mein Freundchen. Keine Chance, ey. Ja, uns gehört die ganze innere... die ganze innere Ring gehört uns jetzt auf jeden Fall safe. Und mal ein schönes Horn stoßen hier. Dem General geht's, glaube ich. Wie geht's dem hier? Ah, der erste ist schon mal weg. Feindlicher König ist tot. Da gibt es jetzt nur noch ihn hier. Windrichtungen auseinandertreiben. Na lol. Der ist aufgefallen, aber da gab's keine Animation. Na gut. Ihr Kinder, also ich sag mal so: alle rein hier. Zack, zack. Ihr beide braucht nicht. Dürften alle gewesen sein gleich, oder? Haben wir? Haben wir das? Ah, guck mal da! Guck mal, hab ich gar nicht gesehen! Unser Feind flieht! Da kommen die Morbo noch! Herde Ziegen, treibt sie vom Schlachtfeld! Der Sieg so. Ist unser! Ein wahrer und verdienter Sieg! Man kann es nicht anders sagen! So, schmackhaft! Schmackhaft! Ah. Ja, noch einer! Oh, und noch einer, komm. Weil es so schön war. Sehr schön. Oh. Und wir haben sogar die Mission tatsächlich erfüllt, ey. 300 Gulden, das ist aber nett. Aber bin ich nie im Minus. Oh, das war schmackhaft, wa? Verdient, Kenners, verdient. Ah, oh, ist das schön. Es fühlt sich auch einfach richtig an. So. Wie sieht's jetzt hier gerade aus? Also ich werde auf jeden Fall mal einen Imam nächste Runde da hochschicken. Das bist du wohl. Und hier werde ich... Weil, weißt du, ich schicke ihn nach oben.
Die Einheiten werden gerade noch fortgebildet. Die werde ich auf jeden Fall auch gleich nach oben schicken. Und dann werden wir jetzt mal uns auch nebenbei, also wir werden uns jetzt Frankreich und England widmen gleichzeitig. So, Arguin sind jetzt mittlerweile wieder drei Generäle. Schiff ist auf dem Weg nach unten. Sehr schön, wir sind die fortschrittlichste Seite. Sehr schick. Nice. Wie mein Sultan befiehlt. So, dann werden wir nochmal zwei Kanonen herstellen, genau. Wie sieht's mit Kaufmann aus? Okay, geht gerade kein neuer. Hier läuft auch alles spitze. Was sollen wir denn noch machen, ne? Nicht so rund, hätte ich jetzt gesagt. Hier ist halt ein Ketzer, den könnten wir versuchen hinzurichten. Hat natürlich nicht funktioniert. Der Abtrünnige soll sterben. Easy. Unsere Verteidigung im Osten sieht auf jeden Fall noch ordentlich aus. Da kommt ja auch zum Glück nichts rüber. Sehr schön. Ja. Es ist mir eine ernsthaft, sie versuchen's? Na gut. Dann sollen sie es tun. Ja, ganz grässlich alles. Mann, Mann, Mann. Das war ein bisschen riskant, ehrlich gesagt. Ich dachte, es sieht leichter für uns aus und habe gar nicht so auf diese Leiste geachtet. Oh shit, ey. Na gut. Okay. Wie sieht's denn hier oben aus? Auch noch fleißig am Fortbilden. Und wenn die dann fertig sind damit, dann werde ich auf jeden Fall weiter marschieren. Ich glaube dann nach Nottingham, weil Nottingham ist auch eine Zitadelle. Die wird uns auf jeden Fall nicht schaden. Die Bibel mag den Kreuzzug auf Toulouse. Ist mir jetzt egal. Toulouse gehört uns ja zum Glück noch nicht. Ja, die Mom ist gestorben. Das passiert schon mal. Farbstaaten Frankreich. Uff. Ansage. Sehr schön. Die können wir mal wieder aufladen, wa? Assalamu alaikum. Ja, Sultan. Lad mal hier fix auf, bitte. Ja, wir können nicht viel machen. Ich möchte gerne erstmal alle aufgeladen haben, tatsächlich. Hier werden wir, denke, zwei Kanonen nochmal herstellen. Wie gesagt, dann wird damit auch sicherer. Können wir damit auch schneller Sachen einnehmen. Ja, wohl übelst OP. Auch Arguin. Alter, wir haben da ordentlich Leute drin, ne? Eure Befehle, mächtiger Sultan. Ach, du Heilige. Wo sind ein paar Generäle? Haben wir oben mit euch. Und wieder der Tod geht um. Leute, ist doch mal gut irgendwann. Wascht euch die Hände und dann ist er doch. Okay, die nächste Armee ist fertig. Sehr schön. Und hier bauen wir jetzt die neue. Oder rekrutieren wir die. Wollen wir nach Toulouse? Bevor das die Papststaaten einnehmen, ja, ne? Ja, komm ab nach Toulouse. Wir stellen uns ihnen ehrenvoll. Wie mein Sultan befiehlt. Ich bin Diener des Islam. Assalamu alaikum. Sofort. Sehr schick. Ich bin Diener des Islam. Wer lehnt die Scharia ab? Der da unten. Gnade ist nicht für Gotteslästerer. Hier noch einmal, zweimal und dann haben wir das. Namen. Ja, wir laden hier mal, denke ich, jetzt nochmal die Schiffe auf. Kurs gesetzt. Ja. Zack. Oh, da ist ein Familienmitglied gestorben. Steht auch schön der Attentäter noch davor, ne? Du, ja, ja. Oder? Ist jetzt jemand gestorben? Nee, tatsächlich doch nicht. Caligari Sturm. Ja, ein bisschen Stöhnchen. Mögen wir den Wind im Nacken haben. Sehr schön. Assalamu alaikum. Ich bin Diener. Assalamu alaikum. Wer lebt?
Ich bin Diener des Islam. Wie mein Sultan befiehlt. Natürlich, Sultan. Ah. Wieder mal die, dann mal den. Sind wir doch da bereit wieder zum Weitermarschieren? Greift an oder lass mich in Ruhe. Attentäter. Ja, Löchen. Kollege Schnürschuh. Was war die? Lassen wir mal hier. Morgen wird ein harter Tag. Das wird auch ein bisschen riskant, die einfach komplett rauszuschicken, ne? Scheiße. Wie mein Sultan befiehlt. Ernsthaft? Ich hoffe, das ist ein Witz, der versucht da. Oh shit. Okay, sowas meine ich, sowas könnte knapp werden. Ach du Scheiße. Ich hätte drin bleiben sollen. Ich hätte einfach drin bleiben sollen. Einfach mal zu Hause bleiben, Tür zu machen. Oh shit, da wollte ich zu viel. Okay, okay. Wir haben einiges an sehr gut ausgebildeter Kavallerie. Es waren gut angeschlagen, die Truppen. Aber sehr gute Erfahrungswerte. Was haben wir da drüben? Easy. Dürfen wir easy schaffen? Was ist hiermit? Könnten wir schaffen, wenn wir die wieder eins nach dem anderen rausnehmen. Hoffe ich doch, weil wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr trotzdem sterben. So, hättet ihr noch eine Chance, wenn ihr euch anstrengt. Während des kalten Winters. Noch meine Leute gar nicht gewöhnt, dieses Wetter. So, die Orgelkanone brauche ich hier nicht. Schuss von meiner eigenen Armee brauche ich echt nicht. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wie immer, ne? Wir haben halt echt eine komplett angeschlagene Armee, ne? Auf jeden Fall werden wir auch die Bodentruppen brauchen. Der Feind zeigt, wie feige er ist. Sie bringen Verstärkung. Mehr Weizen für unsere Sensen. Okay, zack, 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 zack. Oh shit, die haben ja Bogenschützen. Und sogar richtig gute, ne? Moment unserem Feind. Betet, dass wir es wieder auf unsere Seite locken können. Ach du Scheiße, die haben auch noch Kanonen. Ja, ich bin nicht vergesslich oder was? Möchte ich ungern, dass die auf uns ballern. Zack, 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 hoch da. Ich möchte euch hier, dass ihr euch behält jetzt. Sehr gut. So. Ich hätte mich einfach aus dieser Zitadelle nicht wegbewegen sollen, aber ohne Witz. Verstärkung ist schon auf dem Weg. Haben wir ordentlich Mörser dabei. Wir müssen die dort vernichten, bevor die kommen, ey. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Beten wir, dass sie den Kampfeswillen verlieren. Ich glaube, die wollen zur Orgelkanone. So, okay. Armee 2 ist nutzlos für uns geworden. Fuck. Für uns ziehen wir das auf jeden Fall. Seht unseren wertlosen Feind an.
Seht, wie der General wie ein getretener Hund den Schwanz einkneift und davonrennt. Alter, was ist das für ein trauriger Versuch, bitte? Die wollen meine Augekanone haben. Also, dann sollen sie die holen, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Die haben keine... Ja, moin, was geht so? Bei dir alles in Ordnung? Warum rennt ihr denn nicht? Boah, was seid ihr denn für... Alle... Verflucht sei die Sonne, die auf unsere Schmach scheint. Wir müssen das... Oh, die schießen mit Rassenmörsern, Alter. Wir sind hier richtig auf dem Haufen verteilt. Leute. Das darf nicht passieren. Rein da. Wirklich nicht. Sag mal. Rein, ihr sollt rennen. Meine Fresse. Ach, Armee 2 ist tot, wa? Na, irgendwie kümmere ich mich später. Vielleicht können meine Reimann-Auge-Kanone noch ein bisschen was zerstören. Keine Ahnung, wahrscheinlich aber nicht. Da ist der Hauptmann. Er raucht da. Versuchen wir den mal zu holen. Die rennt schon wieder nicht, ey. Die sind doch noch gar nicht fertig mit ihrem Leben eigentlich, dachte ich. Okay. Dann macht das ruhig so da unter euch aus. Junge, ich raff nicht, was da meine Leute machen. Ich weiß es auch nicht. Und kann jetzt gerade wirklich der General einfach weglaufen und ich mach nichts. Stimmt gerade mit der KI nicht, Alter. Holt euch den Wichser. Ich bin gerade schockiert. Was ist mit der KI bitte gerade los? Oh, ich bin gerade irgendwie abgefuckt, ey. Seht unseren wertlosen Feind an. Können wir den uns jetzt holen? Danke sehr. Meine Fresse, was soll das hier? Gefangen. Er gibt vor, ein Löwe zu sein. Doch erscheint er mehr wie ein Vogelstrauß. Soll er sich hinsetzen und zusehen, wie wahre Löwen kämpfen? Ja, laber mal. Unser närrischer General war tollkühn wie ein Gockel und riesig in der Schlacht erschlagen. Ich weiß auch nicht mehr. Die Sonne, die auf unsere Schmach scheint. Halt doch mal einfach dein Maul, Junge. Wir müssen das Blatt in der Schlacht wenden, oder wir werden Asche statt des Sieges schmecken. Ah. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Beten wir, dass sie den Kampfeswillen verlieren. Warum nehmen die meine Befehle nicht wahr? Unser Feind flieht vor uns wie eine Herde Ziegen. Treibt sie vom Schlachtfeld. Danke. Der Sieg ist in Reichweite. Bald wird der Feind das erkennen und den Mut verlieren. Alter, ich wirklich... Unser Feind flieht. Meine Fresse, ey. Aber sowas von richtig euch dafür hin, ey. Ganz schönes Armutszeugnis von euch, wenn ich zwei eurer fetten Armee dann zerstören kann, einfach. Oh, zurück zur Festung auf jeden Fall. Ja, ist sehr gut. Verzieh dich. Danke. Euer Glaube und euer Mut haben triumphiert. Wie
wie mein Sultan befiehlt. Natürlich, Sultan. Ich glaube, ich belasse es mal heute dabei. Das hat mich gerade abgefuckt mit der KI. Ich bedanke mich trotzdem immer herzlich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Medieval 2 Total War.